Wohingehen? Ins Planetarium. Was ist das? Das ist wie ein Aquarium. Nur schwimmen dort nicht Fische rum, sondern Planeten. Ach, hä? Könnt ihr eurer Schwester nicht mal etwas Normales klären? Wenn sie doch schon so schön fragen. Aber jedes Kind weiss doch, was ein Planetarium ist. Das ist doch Puppig, da musst du jetzt wirklich nichts erklären. Jedes Kind weiss es eben nicht. Zum Beispiel Sefi. Was ist es? Also, ein Planetarium ist... Das ist... Also, ja. Dort kann man Sterne sehen. Ja, die kann man von außen auch sehen. Das ist ja klar, dass das drinnen ist, in so einem runden Haus. Hä? Wenn ich nicht wüsste, was es ist, dann würde ich jetzt auch nicht verstehen, so wie ihr es erzählt. Das ist aber schwierig, das zu erklären. Ah, ich habe gemeint, es sei so bubi. Was ist es denn? So etwas wie ein Sternentheater. Kommt, es fährt gerade an. Dort vorne hat es noch Platz. Ich will neben dem Willi hocken. Ja, also. Da hat es aber gar keine Bühne. Ja, nicht eine richtige. Aber musst du mal raufschauen. Die haben eine runde Decke. Ich habe ja gesagt, das sei ein rundes Haus. Die Decke ist wie eine halbe Kugel. Und wir können jetzt von diesen bequemen Sitz in die Halbkugel raufschauen. Leck! Das sind sicher 20 Meter bis zur Oberstufe. 18 Meter sind es. Dort in der Mitte hat es eine Projektionsmaschine. Ja, das ist fast wie im Kino. Ja. Von dieser Maschine wird ein Film rauf in die Runddecke rauf projiziert. Also raufgeleuchtet? Ja, so dass man hier oben in dieser Halbkugel alles kann sehen kann. Wie im Fernsehen. Was alles? Ja, der Himmel, die Sterne, die Planeten und die Sonne. Das ganze Weltall. Das hat man auch draussen können anschauen. Ja, aber nicht so gut wie hier. Und da erklären sie einem noch viel dazu. Ja, wie das so ist, was sich um was dreht und so. Was dreht sich um was? Der Mond dreht sich um die Erde. Und die Sonne dreht sich auch um die Erde? Nein, die Erde dreht sich um die Sonne. Wirklich? Ja. Der Mond dreht sich um die Erde und zusammen dreht sie sich um die Sonne. Dass denen nicht schwindelig wird. Jetzt wird es dunkel. Es geht los. Also, raufschauen und staunen.